London, 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 Oxford. Also die Qualifikation dürfte für Sie kein Problem sein. Und das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass Nadine Jarosch das Finale am Boden verpasst würde. Am Schwebebalken übrigens gerade Celine van Gerner. Dieses Gerät war die vor wenigen Wochen zweitplatzierte beim Turnier der Mannschaft beim Weltcup. Und auch da lohnt es sich hinzuschauen. Celine van Gerner.